Servus Leute, ich war vor ein paar Wochen in Berlin, habe einen sehr guten Kumpel von mir besucht und da ist mir eine Idee gekommen für ein neues Video. Er ist Hubschrauberpilot bei den Heeresfliegern. Ja, da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen über Survival. Er musste da so ein Survival-Training machen im tiefsten Winter und ja, alles was er dabei hatte war eine Rettungsdecke, eine kleine Notfallweste. Und er hat sich dort eben so ein Survival-Shelter gebaut und ich hatte auch letztens ein Video gemacht darüber, über dieses Rettungsdecken-Survival-Shelter. Ja, heute soll es richtig kalt werden, es soll um den Gefrierpunkt werden, deswegen habe ich gedacht, das ist genau richtig, probiere ich heute aus. Ich komme heute Abend nicht mehr nach Hause, ich habe im Auto auch keinen Ersatzschlafsack oder irgendwas, ich habe alles, was ich dabei habe, ist hier, sind meine Klamotten. Ich habe die sogenannte First Line dabei, das kommt aus dem Militärischen. Das ist das, was man wirklich am Körper trägt, wenn man einen Rucksack, die ganze Ausrüstung, das Gegenstände irgendwo verloren hat oder wie auch immer. Und ich habe mir für heute ein paar Ziele gesetzt. Das heißt, ich mache so eine Art kleine Lage, wie es bei der Bundeswehr heißt. Und zwar habe ich ein paar Wegpunkte, die ich ablaufen will am helllichten Tag. Ich möchte von keinem gesehen werden, also ich möchte nicht aufgeklärt werden. Und ich möchte 24 Stunden draußen bleiben, hier in der Natur. Es soll heute Nacht um den Gefrierpunkt werden. Und ich habe da schon richtig Bock drauf, muss ich sagen. Trage ich an mir. Ich habe Klamotten an von Leo Köhler, finde ich einfach gut. Also ich werde nicht gesponsert oder so, ich mag die einfach. Das ist ich glaube die KSK-Uniform. Das ist ein Smock, militärische Jacke. Die wurde im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Eigentlich, was ich an der Jacke auch geil finde, ist einfach, dass sie so viele Taschen hat. Am geilsten finde ich hinten die Räubertasche, da ist meine Verpflegung drin. Hier ist auch die KSK-Hose mit Kniepads und so weiter. Also es ist halt eine robuste Hose, ist nicht fürs Tracking und so, aber die ist, ich finde die einfach gut, sehr robust und wertig. Was habe ich im Smog drin? Der eine oder andere kennt bestimmt die 10 Cs von Dave Canterbury, die 10 Survival Cs. Und zwar sind das 10 Gegenstände, die man braucht, um draußen zu überlegen. Das erste ist Cutting Tools, also Schneidwerkzeuge. Dafür habe ich hier mein SC5. Das zweite C, Combustion, Feuer.
Dazu habe ich hier einmal in meinem Set eben ein Feuerzeug und ein Firesteel. Das dritte C, Container. Ich brauche was, um zum Beispiel Wasser abzukochen, um irgendwas zu kochen, Nahrung zu bereiten. Da habe ich hier den Canteen Cup. Das vierte C ist Cover, also sprich Schutz vor den Elementen. Dafür habe ich das Poncho. Damit kann ich mich vor den Elementen schützen, vor dem Regen, vor Nässe. Ich habe aber noch mehr Cover dabei. Und zwar eigentlich, was reichen würde für eine echte Survival-Situation, ist diese Rettungsdecke. Damit könnt ihr euch ein Lager bauen, mit dem ihr bis, sagen wir mal, 0, minus 5, minus 10 Grad überleben könnt und auch nachts schlafen könnt. Zumindest etappenweise. Also das hier ist Cover. Hier habe ich Schutz vor Regen und vor Kälte. C Nummer 5, Cordage. Man braucht irgendeine Art Schnurmaterial. Ich habe hier immer mal Pi-Schnur. So, das sind die 5 Basic Cs, also die braucht ihr auf jeden Fall. Und ja, jetzt kommen die nächsten 5. Was zählt da dazu? Es geht los mit Navigation. C wie Kompass, also Karte, Kompass. C Nummer 7, Cotton Canvas, Baumwollstoff. Ich trage bei mir ein Dreiecktuch. Das ist aus Baumwolle. Damit kann man alles Mögliche machen. Man kann grob vorfiltern, man kann vor allem Charcloth draus machen, also Zunder. C Nummer 8, Candle oder Candlelight, steht für Licht. Da habe ich einmal hier eine Kerze tatsächlich. Ich habe aber noch die Stirnlampe dabei. Die nehme ich immer mit. Stirnlampe ist einfach geil. C Nummer 9, ein Canvas Needle. Canvas Needle heißt Nähzeug. Das letzte C, Cargo Tape, also Panzertape. Mega vielseitig. Wer bei der Bundeswehr war, weiß es wahrscheinlich oder sich schon mal bei der Bundeswehr Blasen gelaufen hat. Das ist eins der geilsten Blasenpflaster, was ich kenne. Einfach drüber machen und es funktioniert wieder. Man kann ganz normal weiterlaufen. Das waren meine 10 Cs. Jetzt wird Tarnschminke angelegt, dass ich mich auch wirklich gut verstecken muss, wenn mich so einer sieht. Er denkt, ich bin bekloppt und weiß nicht ein. Und dann kann es losgehen. Thank you.
Kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt schon den vorletzten Wegpunkt erreicht. Ist echt nicht ohne. Besonders weil hier extrem viele Wege im Wald sind. Gerade eben war es echt knapp. War ein Fahrradfahrer. Der hat mich aber nicht gesehen. Ich habe ihn rechtzeitig gehört. Da vorne sind Tauben. Das klang gerade so wie ein Fahrrad. Oh, Grüße gehen raus an Justin. Das Wasser schmeckt dermaßen nach Lelong. Schmeckt wie in Schweden. Ach, geil. So, ich mache jetzt erstmal eine kurze Rast. Bin schon total verschwitzt. Was aber wichtig ist, ist Lauschen. Also man marschiert so ein Stück. Am besten immer im Schatten tagsüber. Also eigentlich sollte man eh nur nachts laufen, aber ja, ich brauche halt ein bisschen Tageslicht, um das Shelter zu bauen. Und ist ja noch mehr Challenge tagsüber. Bin mal gespannt, ob sie mich heute noch in die Psychiatrie einweisen, wenn sie mich so finden. Ich will mal ein Plätzchen suchen, wo es keine Wege gibt, wo man wenigstens, sagen wir mal, 50 bis 100 Meter Abstand zum nächsten Weg hat. Und dann werde ich mir da mein Stealth-Shelter bauen. Geil. So, letzter Wegpunkt vor dem Lagerplatz ist erreicht. Ich schaue ja immer noch nach Optionen hier, nach anderen Lagerplätzen, falls der eine nichts wird. Und sieht echt nicht so geil aus. Hier ist gefühlt alle 30 Meter entweder ein Weg oder ein Leckstein oder ein Jägersitz oder Angler. Leben in der Lage. Ich hätte eine Geschäftsidee. Eine App, wo man alle Jägersitze drauf sieht. Das wäre bestimmt noch was für Jäger und auch für Wandersleute. Weil dann kann man entweder gezielt Jägersitze aufsuchen. Oder dann sogar zuweisen. Und wenn man sie umgehen will oder sich einen Platz suchen möchte, wo keine sind, dann kann man die auch sehr gut nutzen. Also die Programmierer unter euch, ihr wisst, was zu tun ist. Ich steige mit ein. Ah. Ich bin angekommen am letzten Wegpunkt. War nicht ganz so geil, aber ich bin jetzt ein bisschen weiter gelaufen und ich glaube, hier baue ich mein Lager. Hier werde ich heute Nacht ruhen. Moos ist schon ganz gut. Ich werde noch was brauchen. Ich werde noch Tannenwedel sammeln. Ich werde mir hier einen Balken rüber machen. Hier wird es ein kleines Feuer geben. Vorher mache ich hier noch alles schön sauber, dass auch nichts passieren kann mit dem Boden, dass da nichts weiterbrennen kann oder so. Und hier vorne kommt der Reflektor hin. Hier kommt der Nässeschutz hin, Regenschutz, Poncho.
Und das funktioniert dann so, dass hier die Hitze reflektiert wird, oben ein kleiner Spalt ist, der Rauch geht raus und man ist so ziemlich gut geschützt von den Elementen und es ist schon warm. Bestimmt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Leute, ich breche ab. Ich krieg die Säge nicht raus. Ich gehe jetzt heim. Also, bis zum nächsten Video. Heilandsack. Alles, was ihr braucht für dieses Shelter, ist diese Rettungsdecke. Die von der Bundeswehr sind ganz geil, weil die sind oliv auf der einen Seite. Fällt mir nicht ganz so auf.
Es ist jetzt 18 Uhr. Ich krieg langsam richtig Kohldampf. Heute gibt es bei mir Real Field Meal, Tikka Masala. Da habe ich richtig Bock drauf. Chicken Tikka Masala. Also indisch. Ich werde kein Feuer machen. Ich werde kein Holzfeuer machen. Ich werde mit Esbit kochen. Ich will nur ein Feuer machen, um mich nachher zu wärmen. Deswegen mache ich mir schnell was zu essen. Beziehungsweise ganz gemütlich was zu essen. Genieße jetzt die Abendstimmung. Die Sonne geht gerade so langsam unter. Ich habe hinter mir von irgendwas gehört. Ich vermute Rehe. Und ist irgendwie geil, wenn man so... Man ist jetzt noch mehr Teil der Natur, habe ich so den Eindruck. Es gibt keine Barriere mehr, irgendwelche Stühle, Planen, sonst was, sondern ich bin einfach mittendrin. So, ich mache mir jetzt was zu essen. Jetzt wird fein gekocht. Ich habe mir gerade schon einen Müsli-Riegel gegönnt und haue mir hier noch das Tikka Masala rein mit abgebrochenem Löffel. Richtig geil. Dazu gibt es einen schwarzen Tee mit Zucker. Vollkornbrot. Jo. Naja, ich sage euch jetzt nicht, woran mich das erinnert. Komm mal lassen. Das Brot könnte ein bisschen geiler sein, aber passt schon. Nutella-Brot auf Norwegisch. Ich habe mich jetzt doch entschieden, ein kleines Testfeuer zu machen, solange es noch hell ist. Ich mache das kurz an, schaue, ob das alles passt. Falls ich noch irgendwas korrigieren muss, möchte ich das lieber jetzt machen, als nachts, wenn es dunkel ist. Deswegen mache ich jetzt mal ein kleines Feuer und gucke mal, wie es funktioniert. So, ich sehe das als Survival Situation. Ich mache jetzt keinen fancy Fettersticks oder irgendwas. Ich will jetzt einfach ein Feuer machen. Ich mache das jetzt hier einfach mit dem Feuerzeug.
bin sehr zufrieden. Es raucht schön nach oben oder an den Seiten raus. Und wenn jetzt ein Wind durchgeht, dann raucht es an der Seite raus. Und die Rettungsdecke, Hammer, Leute, wirklich Hammer. Wie die abstrahlt, mega gut. So ein kleines Feuerchen hier, diese Glut, die macht hier richtig geil warm. Ich bin schon echt gespannt auf die Nacht. Ich bin echt gespannt, aber es ist bestimmt gut. So, jetzt lasse ich es ausgehen und genieße noch ein bisschen die Zeit hier draußen. Und dann gucken wir mal weiter. Es ist jetzt 20.10 Uhr. Ja, es ist eigentlich ziemlich langweilig hier im Wald. ja, man hat ja nicht so viel zu tun, sag ich mal. Ne? Und ja, ich bereite mich jetzt, also es ist noch von der Temperatur her echt in Ordnung. Ja, ich bin mal gespannt, wann es runterkühlt. Also es soll, früh ist es ja immer am kältesten, so kurz vor Sonnenaufgang. Da soll es um die 2 Grad heute werden. Es wird aber eine sternklare Nacht, das heißt, es wird arschkalt. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Feuerholz gemacht. Habe mir schon meine Thermounterwäsche angezogen. Also ich habe von der US Army so ein Polypropylen, Hose und Jacke, oder Hose und Hemd. Da ziehe ich mir dann noch einen Smock drüber. Nehme mir dann noch hier so für den Hals so ein, ja, dieses Buff oder diesen Loopschal und noch eine Mütze oben drauf und dann mal gucken. Warten. Das ist ja echt warten, ich sag's euch, das ist ja ziemlich eintönig. Aber ja, wie heißt so schön, Survival spielt sich viel hier oben ab, man muss mit sich selbst im Reinen sein. Und dann bleibe ich noch hier draußen sitzen, bis es ungemütlich wird, und dann gehe ich rein und dann mache ich ein Feuerchen. Es ist soweit, ich bin ins Lager rein. Es ist jetzt 8:30 Uhr. Man merkt jetzt doch, seit einer halben Stunde ist die Sonne untergegangen. Es wird jetzt richtig zapfig draußen. Auch wenn man sich nicht mehr bewegt, geht es relativ schnell. Und ich werde jetzt einfach ein Feuer anmachen. Auch mal zu gucken, mal anzufühlen, ob ich denn hier ein bisschen schlafen werden kann oder ob ich mich die Nacht bewegen werden muss. Mal gucken. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal ein kleines Feuerchen und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt auch schon Mütze, diesen Schal. Genau. Das wirkt richtig gut. Man merkt die Wärme, wie sie richtig von überall kommt. Das ist echt geil. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt mache ich mich mal lang. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Meine Isolierung reicht. Ja, da merkt man schon ein bisschen die Kälte jetzt von der Seite. Ich habe ja noch eine zweite Rettungsdecke. Ich glaube, ich bin. Mal gucken. Vielleicht kommt ihr da auch noch zum Einsatz. Also es ist hier wirklich schön angenehm warm. Geht echt ab, das Feuer. Ich brauche noch mehr Holz, ich sehe das schon. Das ist echt krass, wie schnell es hier verbrennt. Aber macht schön warm. So, es ist jetzt 11:30 Uhr. Also wenn man nachschürt, ist es echt in Ordnung.
angenehm eigentlich. Ja, ich denke, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu schlafen. Mal gucken, wie gut es geht. Man muss alle so 20 Minuten mal nachschwimmen. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Kurzes Update, das ist jetzt kurz vor 3. Ja, also so richtig viel mit Schlafen hat es hier nicht zu tun. Aber die gute Nachricht ist, es ist, wenn es Feuer brennt, ist es warm. Wenn das Feuer halt mal nicht brennt, was so alle 20 bis 30 Minuten der Fall ist, dann wird es ziemlich schnell arschkalt hier. Ja, also sprich Feuerwache die ganze Nacht. Ich habe kurz so von nach Mitternacht habe ich so eine Stunde geschlafen. Aber seither komme ich, ja, kann ich nicht mehr so richtig einschlafen. Ich habe wahrscheinlich schon zu ausgiebig geschlafen. Noch so 3 Stunden muss ich ja ausharren. Ich denke, ich werde sehr früh aufstehen. Ja, und dann im Morgengrauen hier los wahrscheinlich. Ich habe nur ein Stück zum Auto, so dass ich die 24 Stunden auf jeden Fall noch voll mache, aber ich breche lieber hier früh das Lager ab, frühstück dann irgendwo mit einem Esbit-Kocher. So, melde mich ab. Es ist jetzt 6 Uhr morgens, 10 nach 6. Ich habe vielleicht so dreimal habe ich so eine halbe, dreiviertel Stunde geschlafen. Und ich glaube, einmal bin ich so ein bisschen weggedöst, aber ja, das war's mit Schlafen für heute Nacht. Ja, das war's. Also viel habe ich nicht geschlafen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen zusammengerödelt. Die Vögel zwitschern schon wie verrückt. Und ich würde jetzt einfach, ja, also ich könnte jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Ich lasse das Feuer jetzt noch schön ausbrennen, dass es komplett aus ist. Ich werde noch mein restliches Wasser drüber kippen. Ich habe beschlossen, kein Frühstück mehr zu machen. Ich habe jetzt nicht wirklich Hunger, muss ich sagen. Ja, ich werde jetzt einfach Richtung Auto marschieren und dann, ja, es sind noch so 2-3 Kilometer. Über Wald und Wiesen. Das Lager ist abgebaut. Ich mache jetzt los. Es ist 6:30, kurz danach. Meld mich später. So, ich laufe jetzt zurück. Ich muss jetzt echt aufpassen. Der ganze Boden ist hier mit von Wildschweinen zerfurcht. Das heißt, ich muss jetzt extrem wachsam sein, werde jetzt nicht mehr filmen. Jo. Hinter mir noch ein kleiner Videobeweis. Das ist alles Eis da hinten. Also es war heute Nacht tatsächlich Gefrierpunkt. Ging gut.
Beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich zum ersten meinen Shelter noch ein bisschen winddichter bauen. Und ich würde versuchen, kein Nadelholz zu nehmen, sondern Laubholz. Weil das brennt einfach ausdauernder, muss man nicht so oft nachlegen. Vielleicht auch nicht ganz so trockenes Holz. Es war extrem trocken, was ich gefunden hatte. Und ja, Nadelholz, was trocken ist, verpufft quasi. Also, weiter geht's. Ich habe tatsächlich eine Rotte Wildschweine gehört. Die waren total in der Nähe in so einem Gebüsch. Hab dann mal über die Biege gemacht. Jo. Jetzt ist es vielleicht noch so ein Kilometer zum Auto. Hinter mir ist der See, herrlich. Diesmal ohne Menschen. Geil. Ist erstaunlich, wenn man sich so ein bisschen bewegt, wird man gleich wieder total fit. Aber ich weiß, was passiert, wenn ich geduscht habe. So Leute, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle bei euch. Wie immer, falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Kurz als Endbericht noch, mich hat keiner gesehen, ich bin im Auto 24 Stunden, geil, also macht's gut.